Astro Alex alias Alexander Gerst war Ende April 2015 zu Gast im Technikmuseum Speyer und reihte sich damit in die Liste von 31 Astronauten und Kosmonauten ein, die vor ihm die dortige europaweit einmalige Raumfahrtausstellung besucht haben. Doch war der promovierte Geophysiker und Vulkanologe in erster Linie ins Technikmuseum Speyer gekommen, um dort an zwei Tagen rund 2500 begeisterten Zuhörern von dessen am 10. November vergangenen Jahres zu Ende gegangenen Weltraummission Blue Dot zu berichten. Aber der Reihe nach. Freitag, 24. April, später Nachmittag. Schnell war die Raumfahrthalle vom Technikmuseum Speyer mit unzähligen Neugierigen gefüllt, doch ein ganz besonders prominenter Gast fehlte noch. Keine geringere als die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hatte sich angesagt und wurde von der gesamten Museumsführung gebührend empfangen. Alexander Gerst als Hauptakteur links und Ausstellungsleiter Gerhard Daum rechts begrüßten die Politikerin gleich im Anschluss, ehe das Trio im Blitzlichtgewitter etlicher Pressevertreter einen kurzen Museumsrundgang unternahm. Selbstredend konnten dabei nur einige ganz besonders wichtige Exponate berücksichtigt werden, wie beispielsweise ein Nachbau des Columbus-Moduls der Europäischen Raumstation ISS, in dem Alexander Gerst während dessen Weltraummission Blue Dot gearbeitet hat. Dann war es aber endlich Zeit für den besagten Vortragsabend mit mehreren Programmteilen. Alexander Gerst ist heute der 32. Astronaut, der das Technikmuseum Speyer besucht. Grund genug, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute ein Grußwort an Sie richten möchte. Alexander Gerst, ich hatte das Vergnügen, jetzt ein paar Minuten schon mit ihm zu plaudern. Und es ist natürlich uns, lieber Herr Gerst, eine ganz, ganz große Ehre, dass Sie jetzt hier in Rheinland-Pfalz mit Ihrer Tour sozusagen starten, um zu berichten und zu erzählen von Ihrem Aufenthalt in der ISS. Herzlichen Dank an Sie alle und wir sind sehr gespannt auf den Abend. Der ging mit dem angekündigten Vortrag von Alexander Gerst zu dessen Weltraummission Blue Dot weiter. Tag vorm Start sieht es dann so aus, die Rakete steht da, voll getankt, 300 Tonnen schwer, das meiste davon Treibstoff. Das sind die letzten Schritte, die man hochmacht zur Rakete. Es gibt ein paar Leute, die einen verabschieden. Alle anderen sind von der Startplattform schon weg. Dann geht's los Richtung Himmel, Richtung Orbit mit 26 Millionen PS. Samstagmorgen, 25. April. In der Raumfahrthalle vom Technikmuseum Speyer sollten nach den Ehrengästen am Vorabend nun auch reguläre Besucher in den Genuss des besagten Vortrages von Alexander Gerst kommen. Zeitgleich warteten vor der Raumfahrthalle hunderte Neugierige darauf, endlich ebenfalls eingelassen zu werden. Nicht zuletzt aufgrund des großen Andrangs wies das Museumspersonal gleich am Eingang auf die Regularien der späteren Autogrammstunde hin, ehe das Publikum auch schon einströmte. Dieses bekam zuerst einen Vortrag von Alexander Gersts ESA-Kollegen Professor Mike Rast zum Thema »Wohin reist unser gemeinsames Raumschiff Erde?« zu hören. Ich hoffe, obwohl mein Fachgebiet vielleicht nicht ganz so spannend ist wie das vom Alexander, dass ich als Vorgruppe doch qualifiziere und Ihnen ein bisschen über unser Raumschiff Erde erzählen kann. Nach einem überleitenden Video war dann der Hauptredner Alexander Gerst an der Reihe und berichtete von dessen Weltraummission Blue Dot. Alles, was wir kennen, hat sich auf einem kleinen blauen Punkt abgespielt auf diesem Bild, der gerade mal 1,6% eines Pixels füllt. Der Rest auf diesem Bild ist überstrahlt. 1,6% eines Pixels beschreibt die komplette Menschheitsgeschichte. Die zu erzählen schaffte Astro Alex in dessen rund eineinhalbstündigem Vortrag zwar nicht, musste aber bei der anschließenden Fragestunde dem Publikum etliche Male Rede und Antwort stehen. Verständlich, dass auch bei der abschließenden Autogrammstunde von Dr. Alexander Gerst der Andrang groß und die gesamte Veranstaltung im Technikmuseum Speyer letztendlich ein überwältigender Erfolg war. Aber auch wenn dort gerade kein Kosmonaut oder Astronaut vorbeischaut, lohnt sich ein Besuch der europaweit einmaligen Raumfahrtausstellung auf jeden Fall.